Ah, schon wieder ein Lärm heute vor der Tür, so unglaublich. So, dann geht's jetzt, glaube ich, schon Richtung Boss. Den Dungeon können wir danach immer noch untersuchen, ne, die Reste quasi aufräumen. Also einmal hier so lang und hier unten noch so lang. Ja komm, wir gehen einfach mal hin. Ich meine, mehr schief gehen kann es ja eh nicht. Ne? Stress haben wir jetzt schon genug. Ich hoffe mal, es ist kein Boss, der Stress aufbaut, sonst stirbt mir gleich mein Bounty hinterher an Stress. Kriegt ein Erzkasper. Dann liegt dann irgendwo hier im Dungeon rum und verrottet. Jetzt auch nicht so geil. So, erstmal einen wegmachen. Schon mal einer weniger, der Schaden macht. Ach, das ist das Problem jetzt quasi. Wenn er jetzt ständig aussetzt, dann macht er natürlich keinen Schaden mehr am Boss. Dafür habe ich ihn eigentlich mitgenommen, dass er Schaden macht. Gelbe Pappnase. Und ich raff das nicht. Also, ich stand da gerade da, man hat ja gesehen, unten wäre jetzt eigentlich der Okkultist dran gewesen. War aber nicht dran. Warum auch immer. Sofort gewechselt auf jemand anders. So, und es macht noch zwei Schaden, das ist in Ordnung, das ist nicht schön. Bleibt resist. Bleibt hier, freu mich. So, ich würde sagen, wir schauen uns mal den Boss an. Mehr als schief gehen kann es ja eh nicht. Und mehr kann ich jetzt auch nicht machen. Ja, dann auf zum Boss, zum Schweineprinzen. Ach Gott, ist der hässlich, Mann. Wer ist er? Wilbur. Wilbur markiert jetzt erstmal Ziele. Das mache ich natürlich auch. Jetzt ist natürlich die Frage... Tötet man Wilbur zuerst und dreht er dann durch? Oder lässt man den einfach, weil er nichts macht, außer Markierung setzen? Ja, ne? Also, wir werden es wahrscheinlich gleich merken. Autsch! 20 Schaden. Aber sonst geht es noch ganz gut hier, oder? Ja, das Dumme an der ganzen Sache ist, ich habe leider Gottes mit dem hier nicht die Möglichkeit, ihn hier zu schützen. Oder sie hier. Denn der hat die Fähigkeit einfach nicht. Der hat den Skill nicht. Warum schlägt der denn auf ihn? Der war da gar nicht markiert hier. Verstehe ich nicht. Also mal schnell ein bisschen hochheilen, sonst geht es beim nächsten Mal, glaube ich, in die Hose. Ja, mich würde echt mal interessieren, was passiert, wenn man Wilbur tötet. Oh, hör doch mal auf hier, was machst du denn da, sag mal, du feige Sau? Du willst kämpfen. Und Kritten darfst du auch gerne mal. A devastating blow. Ich glaube, es hat nicht funktioniert mit dem Debuff. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, was da stand, ob der Resist da stand. Debuff Resist 25%, also es würde rein theoretisch funktionieren. Aber es hat gerade nicht funktioniert. Aber vom Stress her geht es einigermaßen und ich glaube tatsächlich auch, dass es
Oh, jetzt markiert er schon zwei. Ich hoffe mal nicht, dass das dann irgendwann alle sind. Wenn er dann einmal so einen fetten Schlag mit seiner... sag mal, hörst du mal auf, hier noch weiter hinter zu laufen? Was ist denn los mit dir hier? Wieder nach vorne, feiges Stück. Du sollst kämpfen. Feigheit vor dem Feind wird ja nicht geduldet. Ansonsten, lass mal nicht gleich hier. Also ich muss sagen, im Moment ist es noch recht überschaubar, was er an Schaden macht. Also man kann das halt irgendwie noch heilen. Also ja, theoretisch, wenn er nicht gerade irgendeine Rotze hier zusammen heilt quasi. Oh komm, jetzt einmal hier bitte ordentlichen Crit. Ja, oder auch nicht, ne? Müssen wir jetzt auch nicht. Wir können es auch gerne noch ein bisschen rauszögern, das Ganze. Ja, ne? Schon mal wieder ein negativer Stresstest. Wie soll es denn auch anders sein? Ich glaube, ich bin jetzt bei 80% negativen Stresstests. So, komm, wir probieren das nochmal hier mit Debuffen. Debuff, ja, sehr schön. Jetzt hat es funktioniert. Weniger Schaden ist immer gut, gerade 30% bei dem Boss. Ach, Mann, Alter, bleib jetzt mal vorne stehen, ihr feige Sau. Und er ist gleich weg vom Fenster. 7 Lebenspunkte hat er noch. Also der ist doch von allen Bossen, die ich bisher hatte. Also der dritte ist ja erst, glaube ich, der überschaubarste. Der ist relativ geschmeidig. Könnte vielleicht anders aussehen, wenn man einen Bilbo zuerst tötet. Ne? Dann dreht er vielleicht am Rad oder so. Mein kleiner Bruder oder wer auch immer er ist. Seine Mutter, weiß ich nicht. Oh, jetzt ist Wilbur tot. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Naja gut, auf jeden Fall ist er jetzt auch tot. So, der hat tatsächlich nichts Gescheites fallen lassen. Das ist ärgerlich. Das brauche ich nicht. Das brauche ich halt alles nicht. Warum? Ja, Mensch. Das war's mit dem Schweineprinzen. Ich mache jetzt noch den Rest des Dungeons fertig, würde ich sagen. Kann ja nicht schaden, noch ein bisschen Loot abstauben und so. So, einmal Scouting bitte. Ah, schade, hat nicht funktioniert. Oh, mal wieder eine negative Eigenschaft bekommen. Wie soll es denn noch anders sein? Ich muss echt mal gucken, was die denn alle so auf sich haben. Ganze Eigenschaften. Oh, dann mal den nächsten Kampf hier unten. Warum da noch einer auftaucht, weiß ich nicht. Also scheint tatsächlich random nochmal respawn zu sein. Oh, wir wurden überrascht. Schade. Naja, zumindest viel mehr Stress aufbauen dürften sie eigentlich nicht. Ich meine, der hat hier natürlich noch ein bisschen was, aber... Komm schon, nochmal Sinnvolles hier, wie vielleicht ein... Oh, ein Debuff drauf. So, wer der gerade gesagt hat. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Kauderwelsch auf jeden Fall.
Was ist denn los hier? Warum? Warum gibt es da schon wieder so einen fetten Malus hier auf Stress? Ich verstehe das immer nicht. Oh, sehr schön. Einmal weg hier. Ja, die kann man die ganze Gruppe direkt gleich irgendwo für 5 Wochen einquartieren. Ein Bordell oder sowas. Können die erstmal Vergnügen, Stress abbauen, bevor die überhaupt wieder einsatzbereit sind. Wahnsinn. So, die letzten 2 Gänge warten. Da ist hoffentlich nicht mehr so viel los, denn wir sind schon ganz schön über der Zeit und hier ist ein ganzer Trupp von Banditen, die wir natürlich erstmal noch weghauen müssen. Und wir wurden einmal durchgemixt. Ja, wie soll es auch anders sein? Komm, jetzt direkt mal einen töten, hoffentlich. Ah, sehr schön. Na, das baut auf jeden Fall immer Stress auf, wenn die halt die ganze Zeit kritten. Aber was heißt die ganze Zeit, wenn die halt Krits landen? Tun sie ja nicht die ganze Zeit, aber trotzdem schon viel zu häufig. Was ist denn los? Warum ist der denn schon wieder dran? Dann ist wahrscheinlich der nächste auch gleich noch dran. Jungs und Mädels, ey, dürft gerne mal ein bisschen aus dem Knick kommen. So, den auf jeden Fall erstmal töten, bevor der gleich das nächste Mal so ein AE reinfeuert. Einmal in der Kanone reinballern in die Gruppe. Mann, ey, wenn die mal daneben feuern, ist nicht so geil. Wahnsinn. Weißt du, so ein kleiner Penner macht einem das Leben ja noch so schwer. Mal was futtern. Ansonsten, Schlüssel. Ja, komm, hau mal die Dinger weg. Ja, machen wir das mal so. Ach man. Komm, jetzt wieder irgendwas. Es ist immer ärgerlich, wenn die da reingreifen. Man kann sich da echt ganz schlimm verletzen. Ja, so rostige alte Messer und sowas. Kennt das ja. Ach man, ey, schon wieder Überraschungsmoment. Warum habe ich mich denn eigentlich gebufft hiermit? Ich kann wenig überrascht werden. Wenn das trotzdem ständig hier. Ich glaube, jetzt das 4. Mal oder das 5. Mal. Ich weiß gar nicht. Ah, los jetzt hier. Jetzt muss ich auf alle Fälle mal ein bisschen heilen, sonst geht er, glaube ich, gleich drauf, wenn es so weitergeht.
Ui, ist das denn alles? Tja, da muss jetzt leider, glaube ich, erstmal die, müssen die Wappen weg. 1000 Gold möchte ich ihm ungern liegen lassen und was haben wir noch weg? Dann kommt das Futter, kann auch weg. Ja, ich weiß, da stand Unlocked Strongbox, aber das, wie gesagt, ich habe es ja beim letzten Mal schon erklärt, glaube ich, dass man teilweise auch da einen Schlüssel verwenden kann und da Items zu finden sind. So, das war's hier. Kann raus. Nichts mehr zu finden im Dungeon. Und wir haben das Item bekommen. Und der Schweineprinz, ja, schwebt jetzt im siebten Himmel mit seinen, weiß ich nicht, 100.000 Jungfrauen, was auch immer. Ja, ne? Hat gut funktioniert. Und jetzt sammeln wir mal nach ganzen negativen Eigenschaften ein. Das ist gut. Das ist, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist scheiße. Das ist auch scheiße. Mann, ey, also wirklich. Warum denn immer so viele negative Eigenschaften? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich meine, klar ist Zufall, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Zufall öfter negativ ausfällt, anstatt positiv. So, ja, das war's dann auch schon wieder hier für diese Episode. Oder was heißt schon, ne? Hat ja trotzdem ganz ehrlich gedauert. Aber der Schweineprinz musste dran glauben und die Waffe für die Hellion haben wir natürlich auch bekommen. Also alles genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Und damit haben sich die Helden erstmal eine kleine Auszeit verdient, dürfen hier gerne ein bisschen im Gasthaus abhängen oder im Kloster oder vielleicht im Sanatorium ein bisschen abchillen. Beim Folterexzess, was auch immer. Wir werden sehen. Also, ja, ich danke schon mal fürs Zuschauen und freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dann, einen schönen Tag und wir sehen uns. Ciao, ciao.